In dieser Bundestagswoche wird wieder über die Schuldenbremse diskutiert. Diese Diskussion hatte ja die SPD auf ihrem Bundesparteitag angestoßen. Sie ist der Meinung, dass die schwarze Null nicht mehr für den Haushalt gelten soll, sondern dass man sich jetzt kräftig verschuldet. Ich bin der Auffassung, dass die Schuldenbremse genau richtig ist. Es kann ja nicht sein, dass in Zeiten, wo wir Rekordsteuereinnahmen verzeichnen und wir Probleme haben, das Geld, was in Investitionen fließt, überhaupt auszugeben, dass man da neue Schulden aufnimmt, weil Schulden kann man aufnehmen, wenn eine Notsituation ist. Die herrscht aber nicht. Wir haben immer noch eine relativ gut laufende Konjunktur und es ist unverantwortlich gegenüber kommenden Generationen, jetzt plötzlich die Schuldenbremse zu reißen und wieder tief in die roten Zahlen zu gehen.